Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Ein neues Play-Review steht auf der To-Do-List. End of Era, Wayne Rooney, den ich glücklicherweise kostenlos abschließen kann. Totti Grind, sei Dank. Jegliche SBCs konnte ich durch die ganzen Upgrade-Packs kostenlos abschließen. Außer bei Rooney habe ich, glaube ich, nur eine Karte mit 4,4k gekauft. Aber es ist Pillepalle. High Medium Workrates, Upgrade auf 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Was natürlich für dieses FIFA unfassbar, unfassbar genial ist. Die Ingame-Stats. Egal ob Tempo, Schießen, Passen, Dribbling ansichern, also unabhängig jetzt vom Beweglichkeits- und Balance-Wert, unfassbar nice, die Physis ist Weltklasse und die Verteidigungs-Stats sind letztendlich genau das, wo man sich dann denkt, holy shit, den würde ich gerne mit Shadow im Mittelfeld spielen. Hat Führungsstärke als Trade, hat den Lupfer-Trade, hat den Outside-Footshot-Trade, etc., etc. Also er bringt eigentlich fast alles mit, was man braucht, wobei, ja, die meisten davon eh nicht mehr so relevant sind. Im Speedtest, muss ich sagen, hat er gut abgeschlossen. Den Speedtest habe ich mit Engine gemacht. Damit Engine kann ich vorab schon mal direkt sagen, hat er mir mit Abstand am besten gefallen. Dort ist sein Tempo generell solide. Da geht natürlich mehr. Mit Catalyst wäre er wahrscheinlich ein Ticken schneller gewesen, aber L4 im Verhältnis zu den anderen Spielern, wo bald eine allgemeine Liste kommt, die ihr denn immer sehen werdet, hat er auf jeden Fall relativ gut abgeschnitten. Und ich muss ganz klar sagen, Rooney ist mit Engine unfassbar beweglich. Ich habe anfangs Hawk auf ihm gespielt, Catalyst auf ihm gespielt, Engine. Also was diese 10-Balance bei ihm auslösen, bei seinem Bodytype auslösen, mit den restlichen Dribbling-Stats, die hochgehen, das ist unfassbar nice. Aber es gab eine große Ernüchterung. Ich dachte mir im ersten Moment so, okay, komm, Rooney, spielen wir erstmal im Sturm. Denn, muss ich ganz klar sagen, das ist eine alte Position damals gewesen bei Manchester United. Da hat er angefangen, komplett zu rasieren und den englischen Fußball in Anführungsstrichen dominiert. Bei Manchester United dann letztendlich. Und ich war sehr, ich will nicht sagen sehr enttäuscht, aber es war sehr ernüchternd. Und das Ganze hatte einen folgenden Grund. Ihr habt das jetzt vielleicht schon ein paar Mal gesehen. Seine Shotpower war irgendwie nicht da. Also ihr werdet auch noch ein paar mehr Szenen sehen, wo er einfach komplett verzweifelt vom Tor oder der Ball einfach nicht gefährlich wird. Und das liegt einfach an seiner Shotpower. Ja, sein R1-Dribbling ist richtig gut, gerade mit Engine. Das fühlt sich mega, mega nice an. Sein Tempo auch richtig stark, haben wir auch schon im Speedtest gesehen, das kann sich wirklich sehen lassen. Mit den 4-Sternen-Skills und den High-Medium-Workrates ist es sexy, aber dann sind da solche Bälle bei. Natürlich muss der nicht reingehen, aber man denkt einfach, wenn man sich Dybala anguckt und andere Spieler anguckt, die nicht 95 Schießen haben und nicht von Haus aus 99 Shot-Power haben, denkt man sich so, warum haut er keine Rockets raus? Und das ist sehr, sehr ernüchternd. Deswegen dachte ich mir dann nach ein paar Spielen und nachdem es noch der Chat empfohlen hat, na, ich muss auch ganz klar sagen, ich habe selber nicht ganz so gut gespielt. Seine Kurzpässe und seine langen Pässe mit Engine sind überragend gewesen, die konnten sich auf jeden Fall sehen lassen. Muss man auch sagen, dass er sich gegen sehr starke Spieler messen musste in der Innenverteidigung, so ist es nicht. Wir haben gegen Van Dijk Totti gespielt, zweimal gegen Cannavaro gespielt, paar Mal den Stones Moments gegen Boateng, dies, das, jenes. Also gestern war alles on fire im klassischen Einzelspiel, was on fire sein konnte. Da waren schon ein paar richtige Bretter bei. Die Leute haben auch wirklich gut gespielt und ich muss aber auch dazu sagen, ich selber habe nicht überragend gespielt. Aber hier sieht man es beispielsweise, wenn er auf Tempo kommt, wenn das Positioning da ist, setzt er sich gut durch und seine Lupfer sind absolut insane. Für mich der Flair-Trade plus Lupfer-Trade machen die Lupfer einfach unfassbar, unfassbar genial und da ist er dann halt wirklich eiskalt, wenn man das mal so sagen kann. Danach wurde mir empfohlen, im ZOM zu spielen, deswegen gerade auch die Einblendung. Hier haben wir im ZOM beziehungsweise ZM gespielt, immer noch mit dem Engine-Cam-Style und er hat sich so viel besser bewegt in der Formation. Das war unfassbar. Hier super ärgerlich, ich habe seinen schwachen Fuß getestet, dachte, komm, probier mal den Finesse aus. Sollte es auch wieder nicht sein, aber im Clip davor plus in diesem Clip sauber freigelaufen, schöne Pässe gespielt, gut den Raum eingenommen, hat eine unfassbare Präsenz und meiner Meinung nach braucht er wirklich nicht Shadow. Wenn ihr ihn machen solltet, macht ihn von mir aus gerne mit Shadow. Aber es muss nicht hundertprozentig sein. Aus einem relativ simplen Grund. Er gewinnt die Bälle so oder so zurück. Dadurch, dass er diesen Bodytype hat und ja physisch sehr gut ausgestattet ist. So, da braucht man nicht unbedingt diese 10 Def mehr, sage ich mal, in manchen Stats. Sondern dann nehme ich lieber die Beweglichkeit, weil die gerade in der Offensive deutlich, deutlich angenehmer ist. Denn das ist ja das, was man möchte. So, man will ja mit Rooney einen Spieler haben, mit dem man auch die Möglichkeit hat, mal den Abschluss zu suchen. Und mit dem man auch mal vielleicht den letzten Pass spielt. Und da ist dann für mich das Dribbling deutlich, deutlich wichtiger. Hier sieht man auch nochmal 95 Schießen at its best. Es ist super komisch. Ich blicke durch die Konstante, also die nicht vorhandene Konstante. Im Abschluss ist mir ein Rätsel. Dahingegen sieht man hier mit dem Engine-Cam-Style, wie beweglich er ist. Einmal um die eigene Achse gedreht. Sauber den Ball auf Pelé gesteckt, der dann ohne Probleme abschließen konnte. Das war geil.
Muss man einfach sagen, das ist geil. Das ist nichts Besonderes, aber es ist schön und es ist definitiv nice to have. Und dann sehen wir jetzt beispielsweise das Ding nochmal mit links und das geht ohne Probleme rein. Also ihr merkt es, anhand der Clips ist es sehr, sehr komisch, wie sich Rooney verhält. Und das Ganze muss man jetzt natürlich in Relation setzen zum Preis. 420k. Ich muss ganz klar sagen, wenn es um die Linkbarkeit geht, auch hier, die steht wieder jetzt so ein bisschen im Raum. Wenn man den Sinclair gemacht hat und den Duck gemacht hat, oder Deck hieß der, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, und oder mit einer englischen Ikone arbeitet, ist die Karte an sich an definitiv linkbar. Auch mit dem Tavernier kann man da vielleicht mal was machen. Und vielleicht mit dem Gomez in der Innenverteidigung, wenn man Bock hat, so wie sehr, sehr viele Leute spielen. Nichtsdestotrotz ist er nicht super easy zu linken. Und ich muss ganz klar sagen, der wäre wahrscheinlich deutlich teurer, wenn er nicht in der Liga spielen würde, in der er spielt. Denn die Gesamtstats, die man bekommt, sind halt, ne, auf Twitter gab es diverse Vergleiche mit dem KDB Totti, sind unfassbar, unfassbar stark. Nur leider setzt er sie nicht so ganz um. Ja, das heißt, die Campstats, die ich empfehlen würde, wenn Engine, Shadow und vielleicht jeder andere, der noch in Frage kommt, aber Engine fand ich überragend, dahingegen. Auf der positiven Seite haben wir seinen Antritt, seine Stärke, sein Dribbling, seine Beweglichkeit, sein Kurzpass, Upgrade auf 4-4, Upgrade auf High-Medium und die Zweikämpfe, denen er wirklich stabil ist. Auf der Negativseite haben wir auf jeden Fall die Schusskraft, weswegen die Konstante irgendwie in seinem Abschluss flöten geht. Dagegen ist die Baller ein Gott im Abschluss. Ja, keine Ahnung, wieso bei Rooney das nicht der Fall ist. Vielleicht liegt es auch einfach teils an mir. Und der nächste Punkt, den ich ganz klar sagen muss und der ist auch fürs Mittelfeld wichtig, seine Ausdauer ist, glaube ich, aufgrund seines Bodytypes ein bisschen schneller leer oder verliert er einen Ticken schneller, weil Rooney hat so ein bisschen dieses Ballack-Problem, wie ich für mich immer so schön sage. Michael Ballack ist eine geile Karte in FIFA normalerweise, aber irgendwie kann er die 90 Minuten durchspielen. Und das Problem haben wir Rooney auch so ein bisschen, der ist regelmäßig einfach schlapp und das ist dann sehr, 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 sehr zäh. Wenn es dann irgendwie um die 80. Minute geht und der nochmal einen Sprint hinlegen soll, dann kann er das halt häufig nicht. Das ändert aber nichts daran, dass mir die Karte auf jeden Fall Spaß gemacht hat und ich es cool finde, dass sie da ist. Ich werde ihn weiter testen und ich werde schauen, wie sie sich entwickelt. Also, wenn man... Ich lese euch einmal kurz den Text vor, ja, den will ich hier festhalten, weil das beschreibt es, denke ich mal, relativ gut. Oh Gott, sorry für das lange Review, ich fühle mich schon fast schlecht. Puh. Nostalgie spielt hier eine große Rolle. Sein Schuss fühlt sich leider nicht wie 95 an, Konstante fehlt, aber im ZM, ZOM macht er einen sauberen Job. Ausdauer leider zu low im Sinne von, man merkt nicht, dass er 90 Ausdauer hat. Es fühlt sich deutlich, deutlich weniger an. Also für mich fühlt sich das an wie 78 oder 75, ganz hart gesagt. Ja, mir macht er nichtsdestotrotz Spaß. Ich freue mich, dass die Karte da ist. Ich hoffe, dass noch weitere geile End-of-Era-Karten kommen. Und ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, seid hier bitte vorsichtig. Ja, das könnte eine kleine Mogelpackung sein. Überlegt euch genau, auf welcher Position ihr ihn spielen lassen wollt. Und bitte nicht im Sturm. Meiner Meinung nach ging es da absolut gar nicht klar. Das liegt zum einen an seinem Schuss. ZOM, ZM macht da einen guten Job. Wenn man ihn sicher craftet, man hat 30 Tage Zeit. Why not? So, das war's, Jungs und Mädels, von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Peace, peace.